Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem Donnerstagabend im Museum, hier live aus dem Kunsthistorischen Museum. Ich heiße Daniel Uchtmann, ich bin Kunsthistoriker und Kunstvermittler und freue mich, dass Sie sich über Facebook oder Zoom uns zugeschaltet haben und dass Sie sich dazu entschieden haben, heute diesem sehr guten und schönen Vortrag zu folgen, auf den wir uns schon sehr freuen. Das Kunsthistorische Museum ist ja geöffnet und unsere große Tizian-Ausstellung lockt viele Besucher und hoffentlich wird das auch in der nächsten Zukunft so sein. Falls Sie die Gelegenheit haben, weil Sie in Wien sind, in der Nähe oder vielleicht in der nächsten Zeit in Wien sein werden, lege ich Ihnen diese Ausstellung sehr ans Herz. Es lohnt sich sehr, diese Ausstellung zu sehen und sie ist jetzt auch verlängert bis zum 30. Januar. Im Zusammenhang mit dieser Ausstellung freuen wir uns, heute einen sehr geschätzten Kollegen aus Amsterdam zu begrüßen, der über Herrscherbildnisse von Tizian und seinen Zeitgenossen berichtet. Es handelt sich dabei um Herrn Dr. Friso Lammertze und den möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Sie sehen ihn auch schon im Bild. Friso Lammertze studierte Kunstgeschichte in Amsterdam. Dort war er von 1986 bis 1992 im Königlichen Palast beschäftigt. 1992 wurde er als Kurator für alte Meister und Skulpturen in das Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam berufen. In dieser Funktion war er für eine Reihe von Ausstellungen verantwortlich, darunter Road to Van Eyck und Uncovering Everyday Life von Bosch zu Bruegel. Im Jahr 2005 arbeitete er für das Rembrandt-Haus in Amsterdam und dort hat er die Ausstellung Eulenburg und Zwang für die Dulwich Picture Gallery in London, wie auch für das Rembrandt-Haus in Amsterdam vorbereitet. 2012 machte er neben anderen die Ausstellung über den jungen Van Dyck im Prado und später auch im Prado, wie auch für das Museum Boijmans van Beuningen, machte er eine Ausstellung zu den Ölskizzen von Rubens. Seit März 2020 ist er Kurator für niederländische und flämische Malerei am Rijksmuseum in Amsterdam. Seine letzte Ausstellung war Remember Me über Renaissance-Porträts in Europa. Friso Lammertze hat zahlreich zur niederländischen Kunst des 15. bis 17. Jahrhunderts veröffentlicht. Lieber Herr Dr. Lammertze, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und ich darf das Wort an Sie übergeben, nicht ohne vorher auch die Damen und Herren, alle Menschen, die uns zuschauen, auch zu bitten, Fragen zu stellen, falls Sie das möchten. Und dies können Sie bitte mit der Chat-Funktion machen. Lieber Herr Lammertze, wir freuen uns sehr und ich danke mich schon jetzt. Herzlichen Dank. Fangen wir an. Vor ein paar Jahren ging dieses Foto von Wladimir Putin um die Welt. Das Foto zeigt den russischen Präsidenten mit entblößtem Oberkörper auf einem Pferd im sommerlichen Sibirien. Er zeigt sich als sportlicher Naturmensch, als Nachfahre der berühmten Kosaken, als Mann, der die Zügel fest in der Hand hält, aber auch als gläubiger Mensch, wie man an dem Kreuz um seinen Hals erkennen kann. Die Ideale dieses muskulösen Reiters sind auf seltsame Weise in einem Bild vereint. Die Darstellung scheint auch originell zu sein. Welches andere Staatsoberhaupt der Welt zeigt sich auf diese Weise? Aber in Wirklichkeit steht das Porträt in einer langen Tradition. Kaiser Karl V. Kaiser Karl V., der mächtigste Mann in Europa in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, hätte die meisten Elemente des Bildes mühelos erkannt. Nach der Schlacht von Mühlberg, in der er eine Allianz protestantischer Fürsten besiegte, hatte Tizian ihn 1548 auf einem feurigen spanischen Pferd gemalt. Als Verfechter des katholischen Glaubens war sein Brustpanzer mit einem Bildnis des Maria mit dem Kind graviert. Vermutlich hat der Kaiser den nackten Oberkörper des Russen als Wunsch interpretiert, sich Al-Antika, als klassischer Gott oder römischer Kaiser zu zeigen. Karl selbst wurde in einem lebensgroßen Bronzestatue
des habsburgische Hofbildhauers Leone Leoni nach dem Sieg bei Mühlberg nackt dargestellt, wie er eine Personifikation der Raserei zwingt. Sein Admiral Andrea Doria ließ sich von Bronzino mit entblößtem Oberkörper malen. Ich werde später auf das Porträt von Putin zurückkommen, aber es ist wichtig zu erkennen, dass die Mächtigen sich immer noch gerne porträtieren lassen und dass sie dies oft auf eine Weise tun, die bestimmte Aspekte bewusst in den Vordergrund stellen will. In diesem Vortrag will ich mich mit bestimmten Traditionen der Herrschersporträts in der Renaissance befassen. Diskutiert werden Aspekte wie die Kleidung, die Körperhaltung und Attribute, der Grad der Idealisierung, die Art und Weise, wie Frauen dargestellt wurden, die Verbreitung von Herrschersporträts und die Frage, inwiefern Porträts nicht nur dazu dienten, den Ruhm der dargestellten Personen zu steigern, sondern auch dazu, sie zu demütigen und zu verspotten. Abschließend möchte ich kurz darauf eingehen, wie wir die Bedeutung von Porträts betrachten können. Die Schlüsselfragen lautet: Wie und auf welche Weise stellte sich die Herrscher in der Renaissance dar? Fangen wir an mit Kleidung. Es ist bemerkenswert, dass die wichtigste Herrscher eigentlich nur selten mit den spezifischen Insignien dargestellt wurden, die mit ihrem Amt verbunden waren. So wurde Karl V. und sein Sohn Philipp II. Nur sehr selten mit Hermelinmänteln, Krone und Zepter abgebildet. Dennoch blieb Kleidung das bevorzugte Mittel, um Status und Macht auszudrücken. Die Assoziationen, die ein bestimmtes Kleidungsstück hatte, gehe aber im Laufe der Zeit oft verloren. Was für den einen damals selbstverständlich war, so wie wir nach Putin gucken, ist für die heutige Kunsthistoriker und Museumbesucher oft ein Rätsel. Manche Kleidungsstücke drücken jedoch immer noch so viel aus wie von vor 400 Jahren. Obwohl Rüstungen schon seit Jahrhunderten nicht mehr getragen werden, erkennen wir in ihnen immer noch sofort ein Symbol für Autorität und Macht. Im 15. und 16. Jahrhundert ließen sich die Herrscher gerne darin abbilden. Ein schönes und frühes Beispiel ist das Porträt von Federico da Montefeltro, das wahrscheinlich um 1476 von Justus von Gent gemalt wurde. Der Porträtierte, ein unehelicher Sohn des Herrschers von Urbino, verdankte seine Macht zu einem großen Teil seiner Talente als General. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er sich in volle Rüstung porträtieren ließ. Auch wenn dies nicht die idealste Kleidung zu sein scheint, um in einem mit Samt besogenen Stuhl zu sitzen und eine schwere Folianten zu lesen, der vermutlich Werken des Kirchenvaters Gregor enthält. Der Künstler komponierte ein außergewöhnliches Porträt unter Verwendung vorhandener Kleidung und Gegenstände. Sogar das Buch scheint auf ein Exemplar aus Federicos persönlicher Bibliothek zu basieren. Der Herzog von Urbino wird hier als belesener christlicher Ritter dargestellt, dessen Sohn Guidobaldo schon bereit steht, als seine Nachfolger anzutreten. Ob die Rüstung nach einem tatsächlich existierenden Exemplar gemalt wurde, ist nicht ganz sicher, aber es scheint wahrscheinlich, denn der Herzog trägt sie auch auf einem anderen Gemälde, das einige Jahre früher entstand. Auf dem Porträt Karls V. in der Schlacht von Mühlberg ist die Rüstung sicherlich basiert auf derjenigen, die er damals getragen hat. Ein großer Teil dieser Rüstung, die in 1544 von Waffenschmied Desiderius Helmschmidt in Augsburg angefertigt wurde, ist erhalten geblieben. Obwohl der Maler die Dekorationen nicht im Detail nachahmte, hielt er sich sehr eng an das Vorbild. Einige Jahre später verwendete Leone Leoni diese Rüstung ebenfalls für seine Kaiserbüste, wobei er sich aber mehr Freiheiten erlaubt. Die auffälligste Änderung ist, dass er die Jungfrau mit Kind auf den Brustschild durch einen auferstandenen Christus neben dem Kreuz gesetzt hat.
Als Vorlage diente ihm eine Marmorskulptur von Michelangelo in der Kirche Santa Maria Sopra Minerva in Rom, den er sehr bewunderte. Vielleicht fand Leoni den triumphierenden Christus passender für das heroische Gefühl, das er mit seinem Porträt hervorrufen wollte. Auf die Rüstung fügte er auch eine Personifikation des Sieges hinzu, eine nackte Frau, die ein Palmblatt hält, auf die rechte Seite. Im Gegensatz zu Karl V. wurde sein Sohn Philipp II. Nur selten in einer Rüstung abgebildet. Auf dem Porträt, das der niederländische Maler Antonis Mor 1560 von ihm anfertigte, trägt er doch eine Rüstung. Das Gemälde sollte an den wichtigsten militärischen Sieg während seiner Herrschaft erinnern. Die Schlacht bei der nordfranzösischen Stadt Saint-Quentin im August 1557. Obwohl Philipp II. Drei Tage nach der Schlacht vor Ort war, wurde die Rüstung, die er damals trug, zu seiner Lieblingsrüstung. Die Versierung mit Burgunderkreuzen und Feuereisen, die auch die Kettenglieder des Ordens von Goldener Vlies zierten, verwiesen auf den illustren burgundischen Wurzeln der Habsburger. Die Rüstung ist so detailliert wiedergegeben, dass Mor sie vor sich gehabt haben muss, als er sie malte. Eine Rüstung war jedoch immer mit dem Begriff des Krieges verbunden. Obwohl Krieg ein fester Bestandteil der Politik des 15. und 16. Jahrhunderts war, bevorzugte der Herrscher oft ein friedliches Aussehen. Die Wahl der Kleidung musste oft von der dargestellten Person bestimmt worden sein, ob in Absprache mit dem Künstler oder nicht. Leoni Leoni fragte beispielsweise Karl V., wie er dargestellt werden wollte, bewaffnet oder modern oder antik gekleidet. Die meisten Herrscher entschieden sich für gewöhnliche, zeitgenössische Kleidung, wobei gewöhnlich nicht das richtige Wort ist, wenn man bedenkt, mit welch kostspieliger Kleidung die Porträtierten ihren Status ausdrückten. Wie bei den Rüstungen ließen sich die Menschen oft in ihren eigenen Kleidungsstücken darstellen, die so einzigartig waren, dass man die dargestellte Person daran erkennen konnte. Wie eng Kleidung mit Reichtum und Prestige verbunden war, zeigt sich unmittelbar an den Luxusgesetzen, die im 15. und 16. Jahrhundert in ganz Europa erlassen wurden. Ein gutes und ein sehr schönes Beispiel sind die Vorschriften, die 1531 in den Niederlanden veröffentlicht wurden. Gemäß den Vorschriften war das Tragen von Textilien mit Gold- und Silberfäden nur den Allerhöchsten wie dem Kaiser vorbehalten. Der hohe Adel und wichtige Höflinge durften karmesinrotes Samt oder Satin tragen. Diese Farbe war für die untere Ränge verboten, aber schwarze oder braune Samt stellte kein Problem dar. Das Gesetz legte fest, wer was tragen durfte. Die erlaubte Kleidung stand im direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Pferde, die man besaß. Wer zum Beispiel Damast oder Satin tragen wollte, musste mindestens zwei Reitpferde besitzen. Diese Vorschriften wurden jedoch ständig missachtet und es scheint, dass sie oft erlassen wurden, um Steuern zu erheben und nicht, um sich darum zu kümmern, wer was trug. Aufgrund der ständigen Umgehung können die Luxusgesetze bei der Untersuchung von Porträts nur mit großer Vorsicht angewendet werden. Außerdem galten die Vorschriften für das tägliche Leben und es war kaum je schwarz auf weiß festgelegt, ob ein bestimmtes Kleiden auf Porträts erlaubt war. Aber sie bietet einige Anhaltspunkte. Die Kleidung der Porträtierten ist oft sehr luxuriös, wie zum Beispiel bei diesem Porträt von Karl V. 1533 nicht. Das ist nur Gold und Silber. Aber an die rechten Seite, das ist viel einfacher. Noch immer sehr kostbar, aber doch nicht so prunkvoll. Es gab Leute, die von dieser protzigen Kleidung warnten. Humanisten wie Erasmus und andere Schriftsteller propagierten eine gewisse Zurückhaltung der Herrscher in ihre Kleidung.
Wahrscheinlich hat ihm die Kleidung Karl des Fünften auf dem rechten Gemälde besser gefallen als auf dem linken, wo er mit einem Fühle von Gold und Silberfäden bekleidet ist. Aber, und das macht es vielleicht interessanter, auch scheinbar unauffällige Details können auf den Status des Trägers hinweisen. Nehmen Sie wieder zum Beispiel diese beiden Gemälde von Guillaume Scrotz, die Erzherzoge Maximilian II. Und seines Bruders Ferdinand II. Von Tirol darstellt. So, wir sind wirklich beim Hochadel hier. Sehr auffällig sind die schwarzen Franzen, die an den Armeln zu sehen sind. Diese Franzen entstanden, weil in den Stoff Öffnungen oder Schlitzen geschnitten wurden, die nicht gesäumt waren. Dadurch wurde die Kleidung so empfindlich, dass sie nur mit großer Sorgfalt getragen werden konnten und wurde so zu einem anspruchsvollen Zeichen von Reichtum. Die Wahl der Kleidung einer Person muss oft von der Funktion des Porträts abhängig gewesen sein. Dies galt nicht nur für Porträts von weltlichen Herrschern, sondern auch für solche von Kirchenmännern. Die höchsten Vertreter der kirchlichen Hierarchie, der Papst und der Kardinäle, wurden in der Regel in der für ihr Amt typische Kleidung abgebildet. So ist Erard de Lamarck, Fürstbischof von Lüttich, auf dem Porträt von Vermeyen in seiner Eigenschaft als Kardinal von Valence mit seiner roten Soutane und der Kardinalshaube abgebildet. Bei den niederen kirchlichen Amtsträgern war eine größere Variationsbreite möglich, was die Identifizierung der dargestellten Person manchmal erschwert. Dank der Inschrift auf dem Rahmen wissen wir, dass es sich bei dem Mann im Schwarz auf einem Gemälde von Jan van Schorel um Joris von Ochmond handelt. Sonst hätten wir das wohl nie herausgefunden. Dieser Sohn des Grafen Jan van Egmond war Bischof von Utrecht, Kanoniker und später Dekan in Lüttich und Abt des Klosters in Saint-Amand. Aber diese Funktionen kommen auf den Gemälde nicht direkt zum Ausdruck. Auch andere Bischöfe sind auf ihre Porträts in schwarzer Kleidung und Barett zu sehen. Ebenso wie beispielsweise Gelehrte und Verwaltungsbeamte. Das Gemälde war zweifellos für ein begrenztes Publikum bestimmt, das um die wichtigen kirchlichen Funktionen der dargestellten Person wusste. In dem Fenster, das von Egmond für die vielbesuchte St. Johanneskirche in Gouda anfertigen ließ, war er in eine prächtige Bischofsgewand abgebildet. So dann ist es direkt deutlich, was seine hohe kirchliche Funktion war. Genug zu Kleidung. Jetzt gehen wir zu Haltung und Attributen. Die meisten Porträts, die wir bisher gesehen haben, zeigen die Porträtierte mit 3/4 gewendetem Gesicht. Dies war in der Renaissance die bei weitem häufigste Form. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts gab es, zumindest in Italien, eine Vorliebe für en profil, die jedoch im Laufe des Jahrhunderts verschwand. Ab ungefähr 1470, vor allem unter dem Einfluss der flämischen Gemälde von Van Eyck, Van der Weyde und Memling, wurde der 3/4-Typ in ganz Europa am häufigsten verwendet. Aber hin und wieder kehrte man zum Profilporträt zurück, wie bei diesem Gemälde von Alessandro de' Medici von Giorgio Vasari. Mit der Wahl dieser bereits archaischen Pose wollte der Maler wahrscheinlich die Ehrbarkeit der Porträtierten und seiner Familie betonen, indem er auf das 15. Jahrhundert verwies, als das Profilporträt in Mode war und die Familie de' Medici ihre Macht in Florenz begründet hatte. Er besog sich auch, und vielleicht noch mehr, auf die Darstellung antiker Kaiser auf Münzen. Es war genau diese Verbindung zur römischen Vergangenheit, die das Profilporträt bei den italienischen Herrschern des 15. Jahrhunderts so beliebt machte. Das Frontalporträt blieb während der gesamten Zeit eine Ausnahme. Wahrscheinlich, weil es für die meisten Menschen zu konfrontativ war. Und es wirkt eigentlich noch immer so. Für einige Machthaber hatte das jedoch seinen Reiz. Der englische König Heinrich VIII. Scheint ein Vorliebe dafür gehabt zu haben, aber diese Haltung war nicht nur für Könige attraktiv.
Joost van den Burg, ein Ratsherr Karl V. und Richter in Brabant, ließ sich um 1535 von Jan van Schorl auf diese Weise porträtieren. Auch Gregor Angerer ließ sich von dem Tiroler Meister Max Reichlich streng frontal porträtieren, als er 39 Jahre, 7 Monate und 2 Tage alt war. So genau ist sein Alter auf den Tafeln vermerkt. Der Kanoniker in Brixen und Wien, der später Bischof werden sollte, stand noch am Anfang seiner Karriere. Es ist das einzige bekannte Frontalporträt, das Reichlich angefertigt hat. Und wahrscheinlich hat er diese Pose auf Wunsch der ehrgeizigen Geistlichen gewählt. Auch der mächtige Kardinal Erard Lamarck, den ich soeben schon gezeigt habe, wurde fast frontal porträtiert. Aber es ist nicht so sehr die Frontalität dieser Stütze von Karl V. und seiner Tante Margarete von Österreich, sondern andere Aspekte, die dieses Porträt so außergewöhnlich machen. Zunächst bildet die Tafel ein Pendant mit dem Heiligen Familie. Wobei, und das ist wirklich ungewöhnlich, de Lamarck die heraldisch wichtigste Position, nämlich die linke Seite, einnimmt. Bei fast allen anderen Pendants und Diptyken, bei denen die Auftraggeber mit einer Jungfrau und einem Kind kombiniert wird, ist Maria auf die linke Seite abgebildet, wie zum Beispiel das berühmte Bild von Memling von Martin von Nieuwenhoven. Heraldisch, das heißt aus der Perspektive der dargestellten Figur, hat sie die rechte Position und der Auftraggeber die linke, das heißt die untergeordnete Position. Aber Erard Lamarck wählte bemerkenswerterweise den wichtigsten Platz für sich selbst. Normalerweise wird der Dargestellte in dieser Art von Porträt andachtig betend dargestellt, so wie bei Memling. Aber das ist bei Erard Lamarck nicht der Fall. Er hält seine Hände so, dass er scheint, als würde er sprechen oder diskutieren. Es ist nicht klar, warum es zu einer so auffälligen Abweichung von den Bildtraditionen kam. Aber es scheint wahrscheinlich, dass der selbstbewusste Kardinal zumindest teilweise dafür selbst verantwortlich war. Neben der Drehung des Körpers könnte auch andere Aspekte einer Pose ein Gefühl von Autorität ausdrücken. Ursprünglich war das lebensgroße, ganzfigurige Porträt fast ausschließlich bedeutende Herrscher vorbehalten. Das galt anfangs auch, wenn man in Sitze abgebildet wurde. Doch die Hochadel hatte nie ein Monopol auf eine bestimmte Pose. Früher oder später tauchten Porträts auf, in denen sich ganz normale Bürger auf die gleiche Weise abbilden ließen. So wie diese beiden Zürcher Bürger, die sich lebensgroß porträtieren ließen. Oder dieser sehr reiche englische Kaufmann und seine Frau, die sich von Antonis Mohr in Antwerpen sitzend malen ließen. Und sie gleichen sehr eigentlich das Porträt von Titian von einigen Jahren davor. Zeitgenossen erkannte, dass eine bestimmte Pose Autorität ausstrahlen kann. Der Schriftsteller Pietro Aretino sprach von einer Gesto bel di maestà reale, einer Geste der königlichen Majestät, die Titian Philipp II. In einem Porträt verliehen hatte. Es ist möglich, dass es sich um dieses Porträt von Titian handelt. Doch die Obrigkeit hatte, wie gesagt, nie ein Monopol auf eine bestimmte Pose. Bestimmte Attribute könnten oft mehr Aufschluss über die Funktion der abgebildeten Person geben als die Pose oder Haltung. Ein unbestrittenes Zeichen für die Zugehörigkeit zur Elite war die Mitgliedschaft in einer Ritterorden. Dies war personsverbunden und ein Zeichen dafür, dass man einem Prinzen nahestand. Allerdings gab es diese Ritterorden in alle Formen und Größen. Wenn man einer der wichtigsten Orden angehörte, galt dies als große Ehre und man ließ sich stets mit dessen Insignien porträtieren. Bei Federico da Montefeltro, ich sehe, ob ich das,
gehören die Kette um seinen Hals hier und der Mantel über seine Rüstung zu Hermelinorde von König Ferrante I von Neapel. An seinem linken Knie hängt den berühmten Orde des englischen Hosenband. Ordensoberhäupter wie Karl der Fünfte und Philipp der Zweite, die sich gestützt mit der Kette des Ordens von der Goldenen Vlies abbilden. So prestigeträchtig die Kennzeichen einer wichtigen Orde auch sein mag, es sagt wenig darüber aus, was genau die abgebildete Person getan hat. Ein Kommandostab war ein eindeutiges Zeichen von Autorität. Vasari gab Alessandro de' Medici in seinem Porträt eine goldene Variante, weil er, so schrieb der Maler, wie ein Fürst und einen General herrschte und befahl. Philipp der Zweite erhielt von Antonius More ein einfacher, aber nicht weniger aussagekräftiger Holzstab in die Hand. Waffen waren ein weiteres geeignetes Attribut, um Autorität zu symbolisieren. Auf zwei Porträts von Titian stützt sich Alfonso I. der Este, Herzog von Ferrara, Modena und Reggio, auf dem Lauf einer großen Kanone. Auf dem Reiterporträt von Titian trägt Karl V. den Speer, den er während der Schlacht tatsächlich bei sich hatte. Das beliebteste Waffen war jedoch das Schwert. In den meisten Porträts bleibt die Waffe in der Scheide am Gürtel, wobei die Dargestellte manchmal, wie bei den Porträts der von Maximilian II. Und Ferdinand II., ein Hand lässig auf dem Griffruß ruht. Ursprünglich war Schwerter ein Privileg des Adels, doch im Laufe der Zeit ließen sich auch einfache Leute damit abbilden. Zum Leidwesen des Künstlers und Theoretikers Giovanni Lomazzo wurde sogar Bankiers und Kaufleute mit Waffen und Kommandostäbe abgebildet. Ritterorden, Kommandostäbe, Speere und Schwerten eignete sich deshalb so gut als Repräsentation von Autorität, weil sie tatsächlich zu spezifischen Ausrüstungen der Mächtigen gehörten. Die meisten Künstler blieben nahe an der Alltagsrealität, um die Kraft der dargestellten Person zum Ausdruck zu bringen. Aber manchmal wichen sie auch bewusst von ihr ab. Vasaris Porträt von Alessandro de' Medici ist, in das er mehr oder weniger das gesamte Parteiprogramm eines Autokraten einfließen ließ, nimmt in dieser Hinsicht den ersten Platz ein. Ich erwähne dieses Gemälde so oft, weil es eines der wenigen Porträts ist, von dem wir einen Brief haben, in dem der Künstler genau erklärt, was er mit all den Details meinte. Die Rüstung und der Kommandostab entsprachen noch einer gewissen Realität. Aber das gilt nicht für die meisten anderen Details. Die Erklärung, die Vasari für den Stuhl der dargestellten Person gab, ist sehr typisch. Dass der Sitz rund war, ohne Anfang und Ende, bedeutete laut Vasari, dass die Herrschaft des Herzogs ewig dauern würde. Die drei Beine, eine perfekte Zahl, laut Vasari, stande für seine Untertanen. Sie wurden mit menschlichen Figuren ohne Gliedmaßen geschmückt, denn nach Ansicht des Malers wurden sie schließlich von ihrem Staatsoberhaupt geführt und brauchten daher keine Hände, Arme oder Beine. Solche komplexe allegorische Porträts blieben jedoch die Ausnahme. Artino riet seine Freund Titian, dem Bildnis Karl V. in der Schlacht von Mühlberg die Personifikationen des Glaubens mit Kelch und Kreuz und des Ruhmes mit Trompete und Weltkugel hinzufügen. Doch der Maler folgte seinem Rat nicht. Wie Titian beschränkte sich die meisten Künstler auf eine Darstellung, die der Realität nahe kam. Dies mag auf Kosten des Ideenreichtums gegangen sein, aber für die Darstellung der Autorität reichte es aus und war vielleicht sogar effektiver. Es mag deutlich sein, Kleidung und die Attribute wurden oft
originalgetreu dargestellt. Aber was ist mit dem Gesicht? In den meisten Fällen ist es schwer festzustellen, da wir nur ein oder zwei Porträts einer Person besitzen. Aber manchmal haben wir viel mehr, vor allem von bedeutenden Herrschern wie Karl V., von denen noch Dutzende von Porträts bekannt sind. Und wir haben nicht nur Abbildungen, aber auch schriftliche Beschreibungen seines Aussehens, zum Beispiel von seinem Biografen Alfonso Ulloa. Und hier sehen Sie es in Italienisch und ich will es in Deutsch übertragen. So, er schreibt über Karl V. Er war ein Mann von mittlerer Größe. Er war fest. Seine Augen waren blau, weich und voll männlicher Bescheidenheit. Er hatte so etwas wie eine Adlernase, ein Zeichen seelischer Größe. Er hatte einen kurzen Bart und ließ sich, wie die römische Kaiser, das Haar bis zur Hälfte der Ohren abschneiden. In dieser Beschreibung von Karl V. hebt der Autor die edle Züge des Kaisers hervor. Ein venezianischer Botschafter beschrieb ihn in ähnlicher Weise, ging aber ausführlicher auf seine Kinn ein. Sein Unterkiefer, so von Karl V., ist so breit und so lang, dass er nicht als natürlicher Teil seines Körpers, sondern als falsch erscheint. Er kann seinen Mund nicht schließen. Zwischen den unteren und oberen Zähnen bleibt ein Zahnlücke, sodass er beim Sprechen vor allem am Ende eines Satzes eine Reihe von Wörtern stottert, die oft schwer zu verstehen sind. Wie ein Schriftsteller mit Worten, so kann ein Maler mit Farbe das Aussehen einer Person gestalten. Einen ganz bestimmten Teil eines Gesichtes wegzulassen, wie es Ulloa bei Karl V. getan hat, ist für einen Porträtisten jedoch ziemlich schwierig. Den Bart, der sich Karl V. wachsen ließ, machte seine ausgeprägten Kiefer etwas unauffälliger, aber Maler und Bildhauer konnten diese auffällige Stelle nie ganz vermeiden. Oftmals sind, wie gesagt, jedoch nur ein oder wenige Porträts einer bestimmten Person überliefert, was es sehr viel schwieriger oder unmöglich macht, den Grad der Idealisierung einer Person zu bestimmen. Der strenge Kardinal Gabriele Paliotti schrieb in 1582, dass ein Maler bei einem Porträt in keiner Hinsicht von der Wahrheit abweichen dürfte. Selbst wenn ein Gesicht aufgrund von Mängeln stark verzerrt war, dürfte dies nicht weggelassen werden. Der Maler und Kunsttheoretiker Lomazzo hingegen hielt es für selbstverständlich, dass ein Maler die Unvollkommenheiten und Mängel der Natur eines Königs oder Prinzen verdeckt und ihre Schönheit betont. Viele stimmten ihm zu. Den Theoretiker zufolge diente das Porträt eines Herrschers den Zeitgenossen und den Nachwelt als Beispiel für Menschen, die sich durch charakterliche Größe und Taten auszeichnete. Kaiser, Könige und andere Machthaber wurden als fast göttliche Wesen beschrieben. Die Zeitgenossen Philipp II. Hielt es für selbstverständlich, dass dieser in ihren Augen vollkommene Mensch auch von vollkommener Schönheit war. Die Künstler dürfte jedoch nie zu sehr von der Realität abweichen, denn die Ähnlichkeit blieb der Hauptzweck eines Porträts. Leone Leoni verlieh Karl V. in seinen Skulpturen eine heroische Größe, aber in seinen Briefen betonte er vor allem, wie nah er an die Realität geblieben war. Von einer Büste sagte er, dass alle Maße genau stimmten und kein einziger Falte fehlte. Das erklärt auch seine Empörung, als sein Diener vom Pferd stürzte und eine Latte mit den genauen Maße Karl V. in so viele Stücke zerbrach, dass sie nicht mehr rekonstruiert werden konnten. Genug von den Männern, jetzt sind die Frauen an der Reihe. Im 16. Jahrhundert war die untergeordnete Stellung der Frau eine Selbstverständlichkeit. Bei Porträts von Ehepaaren ist dies in der Regel sofort erkennbar. Und hier nur ein Beispiel. Vom Betrachter aus gesehen befindet sich die Ehefrau fast immer
auf die rechte Seite ihres Mannes, aus Sicht der Porträtierte an der linken und damit unterlegene Seite. Aber dahingegen die lange Tradition, in der sich Herrscher zusammen mit ihrem Ehepartner porträtieren ließen, macht auch deutlich, wie wichtig die Ehe war. In einer Zeit, in der die Politik weitgehend durch Heirat und Bündnisse bestimmt wurde, spielte Frau eine entschiedene Rolle. Das Prestige und die Macht eines Mannes hing zum Teil von der Abstammung seiner Frau ab. Nach der Heirat bestand die Hauptaufgabe der Frau darin, für die Nachkommenschaft zu sorgen. Auch ihrem Aussehen wurde große Bedeutung beigemessen. Die Maler neigte oft dazu, Frauen stärker zu idealisieren als Männer. Dies geschah zweifellos und zu gefallen, aber auch, weil die äußere Schönheit von vielen als Zeichen des inneren Tugend angesehen wurde. Dass Idealisierung eine wichtige Rolle spielen kann, zeigen zum Beispiel die Briefe von Isabelle I., Markgräfin von Mantua. Isabelle freute sich besonders über Porträts, für die sie nie Modell gestanden hatte, wie die von Tizian. Und sie ist heute in der Ausstellung von Tizian hier oben im Museum. Und es ist wirklich ein außergewöhnlich schönes Bild und eine außergewöhnlich schöne Ausstellung. Aber man muss erkennen, dass Isabella, wenn das gemalt wurde, sie war so über 60 Jahre alt. Aber Tizian stellte sie als ein 20-Jähriger dar. Und Isabelle selbst musste zugeben, dass sie selbst als 20-Jährige wahrscheinlich nicht so schön ausgesehen hatte wie auf der Leinwand. Mehr noch als bei den Männern war Kleidung und Schmuck die Mittel, mit denen Frauen ihren Status zeigten. Nach Ansicht der Gräfin Nicolosa Castellani war dies sogar der einzige Weg. Im Jahr 1553 schrieb sie, soweit bekannt als erste Frau, eine heftige Reaktion gegen ein Luxusgesetz, das es fast unmöglich machte, die soziale Klasse in Bologna anhand der Kleidung zu unterscheiden. Sie argumentierte, dass es Frauen im Gegensatz zu Männern nicht erlaubt sei, kirchliche oder öffentliche Ämter zu bekleiden, einen Beruf zu erlernen oder mit Waffen Ruhm zu erlangen. Die einzige Möglichkeit, ihren Status in der Öffentlichkeit anzuerkennen, bestehe darin, angemessene Kleidung zu tragen, schrieb sie. Ihr wurde Recht gegeben und das Gesetz wurde geändert. Die Kleidung könnte auch deutlich machen, woher jemand kommt. Die Damenmode war viel mehr als die Herrenmode regional geprägt. Auf diesem Porträt, das der Tiroler Künstler Nicolas Reiser um 1500 von Maria von Burgund anfertigte, trägt sie einen Kegelhut, eine typische burgundische Kopfbedeckung, die zur Zeit ihrer Heirat mit dem Erzherzog und späteren Kaiser Maximilian I. im Jahr 1477 in Mode war. Es existieren noch mindestens 4 weitere Versionen des Porträts, die alle nach ihrem Tod entstanden sind. Es zeigt, wie wichtig ihr Porträt blieb. Denn die typische Kleidung unterstreicht, dass sie als Erbin der burgundischen Territorien nicht nur beispiellose Reichtum und Macht repräsentierte, sondern auch, dass Maximilians Anspruch auf diese Territorien berechtigt war. Aber das Porträt ist eine Ausnahme. Die meiste Frau kleidet sich nach ihrer Heirat nach der Mode des Landes ihres Mannes, als Zeichen der Verbundenheit. Bisher haben wir vor allem darüber gesprochen, wie die Herrscher ihre Porträts malen ließen. Aber für wen wurden diese Porträts eigentlich angefertigt? Und wo hingen sie? Im 16. Jahrhundert kam es zu einer enormen Produktion von gemalten Herrscherporträts. Viele Menschen wollten aus den unterschiedlichsten Gründen das Bildnis eines bestimmten Herrschers an ihrer Wand haben. Besonders wenn jemand an die Macht kam, stieg die Nachfrage nach seinem Porträt und damit auch der Preis.
In Hamlet beklagt sich die Hauptfigur darüber, dass seit sein Onkel König ist, 20, 40, 50, 100 Dukaten für sein Porträt bezahlt werden. Und zwar von Leuten, die ihn zuvor verspottet hatten. Ein großer Teil der Porträts würde von und für Verwandte bestellt. Vor allem in Zeiten, in denen die Menschen weit voneinander entfernt lebten und sich daher nur selten sahen, diente sie als willkommene visuelle Erinnerung. Sie waren aber auch ein äußerst geeignetes Mittel, um die Machtposition einer Familie zu unterstreichen. Maria von Ungarn ließ in Brüssel eine Galerie mit Porträts von Familienmitgliedern errichten, deren zentrales Gemälde wahrscheinlich ihre Bruder Karl der Schönste in den Schlacht von Mühlberg zeigt. Margarete von Österreich besaß in ihrem Schloss in Mechelen eine umfangreiche Serie von Porträts von Verwandten. Aber nicht nur ihre eigene Dynastie schmückte die Palasträume. Dieselbe Margarete besaß 7 Porträts von Mitgliedern des englischen Königshauses, mit denen sie das politische Bündnis zwischen den burgundischen Habsburgern und den Tudors betonte. Sie interessierte sich nicht nur für Porträts der Hochadels, das Diptykons ihres Vertrautes und Beraters Erard Lamarck mit dem Heiligen Familie, das ich schon gezeigt habe, wurde von ihr speziell in zweifacher Ausführung bei Vermeyen bestellt. Porträts waren ein ideales Mittel, um Loyalität zu zeigen. Pagliotti war sich 1582 darüber im Klaren. Die begehrtesten Porträts waren neben denen von Verwandten und Freunden, die von wichtigen Herrschern, weil man von ihnen Nutze und Ehre erwarten konnte. Hamlets Bemerkung zeigt, dass der Preis für solche Werke daher stark ansteigen könnte. Porträts erholten auch den Status des Besitzers. Herrschermalereien an die Wand machten den Besucher sofort klar, wo die Loyalität des Hausherrn lag. Es gab aber auch Porträts, die so klein waren, dass man sie in einer Truhe oder in einem Schrank aufbewahrte oder mit sich herumtragen konnte. Das oben erwähnte Zitat aus Hamlet bezieht sich auf Miniaturen. Aufgrund ihrer Größe und weil sie bei Liebenden besonders beliebt waren, suggerierte Miniaturen mehr noch als große Gemälde eine gewisse Vertraulichkeit oder gar Intimität. Ein weiterer Vorteil war, dass sie jederzeit auch auf Reise herausgezogen werden konnte, um die eigene Verbundenheit zu zeigen. Ein frühes Beispiel für solches Porträt ist das Diptykon nicht größer als eine Hand, auf dem René d'Anjou, Herzog von Anjou, Graf der Provence und König von Neapel und seine zweite Frau Jeanne de la Fan dargestellt sind. Der rote Samtbeutel, in dem das Diptykon vermutlich ursprünglich aufbewahrt wurde, ist ebenfalls erhalten geblieben. Nach dem Motto Vita Servata Fides, das auf der Außenseite des Diptykons gemalt ist, gehört es einem der Vertrauten des Herzogs, Jean de Matteron. Der Leitspruch lässt sich mit Treue bereichert, aber auch mit Loyalität bereichert übersetzen und passt damit perfekt zu der Botschaft, die das Diptykon vermitteln wollte. Im 19. Jahrhundert glaubte man, dass René d'Anjou, von dem bekannt ist, dass er gemalt hat, Matteron das Diptykon nicht nur geschenkt, sondern sogar angefertigt hat. Heutzutage geht man davon aus, dass sie zwischen 1476 und 1480 von Nicolas Froment oder wahrscheinlicher von einer seiner Nachfolger angefertigt ist. Es ist nicht sicher, dass Matteron das Diptykon als Geschenk erhielt, aber es war üblich, dass Herrscher ihre Vertrauten ein Porträt von sich selbst schenkten. So kaufte Margarete von Österreich im Laufe der Zeit 7 Versionen ihres eigenen Bildes bei dem Brüsseler Maler Bernard von Orlay, um sie an verschiedene Personen zu verschenken. Aus den Dokumenten geht hervor, dass es durchaus üblich war, Porträts in großer Zahl zu bestellen. Maria von Ungarn zum Beispiel kaufte unter anderem 6 Porträts von sich selbst und 3 von ihrem Mann, Ludwig von Ungarn, kurz nacheinander von demselben Künstler Bernhard von Orlay. Auch von vielen anderen Herrschern sind Porträts überliefert, manchmal in großer Zahl.
Der Auftrag Johann Friedrichs I. von Sachsen an Lukas Cranach I., 60 Pendants seines Vaters und seines Onkels, der Kurfürsten Friedrich der Weise und Johann der Beständige anfertigen zu lassen, zeigt, dass die Anzahl fast unbegrenzt war. Und hier nur einige Beispiele. Die Porträts, die wir bisher gesehen haben, zeigen allesamt Herrscher, die oft zu ihrem eigenen Ruhm und dem ihrer Familien angefertigt wurden. Die Herrscher ließen aber nicht nur sich selbst und ihre Familien porträtieren, sondern auch ihre Untergebenen. Vor allem Mitglieder des Hofes, die für Unterhaltung sorgen sollten, wie besonders große oder kleine Menschen oder Nager, wurden porträtiert. In ihrem Aussehen und Verhalten bildete sie einen deutlichen Kontrast zu Monarchen, sodass seine Würde und Autorität noch besser zum Ausdruck kam. Dieser Kontrast wurde auch bei den Porträts bewusst eingesetzt. Einige dieser Höflinge wurden zu Berühmtheit, wie die kleine Morgante, die in Florenz von Bronzino und Giambologna verewigt wurde, oder ein Stanislao, der am spanischen Hof arbeitete und mehrfach von Titian gemalt wurde. Kardinal Granvelle, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit und Berater von V. und Philipp II., ließ seinen Zwerg in einem bemerkenswerten Gemälde darstellen. Der Hund trägt das Wappen seines Herrn Granvelle. Das Gemälde spielt mit dem traditionellen Herrschersporträt, wie dem von Karl V. mit seinem Lieblingshund. Zweifellos war diese Spiegelung zwischen einem Prinzen und einem kleinen Angestellten als humorvolles Spiel gedacht, um die Kleinheit des Angestellten, aber auch seine untergeordnete Rolle zu betonen. Auch Narren, die am Hof arbeiteten, wurden porträtiert. Meistens waren es Männer, aber es gab auch weibliche Narren, wie der blöde Els, der für Anna von Ungarn arbeitete. Ihr Porträt hing an der Wand ihrer Herrin, aber auch bei Albrecht IV. Von Bayern, bei Ferdinand II. Von Tirol und wahrscheinlich auch bei Philipp II. So, sie war wirklich eine Berühmtheit. Vielleicht ist eines dieser Porträts identisch mit dem vorliegenden Jan Sanders van Himmelsesche geschriebene Gemälde. Die außergewöhnliche grün-gelb bestreifte Kleidung stellt sich eindeutig in die Ecke der Narren. Obwohl für den heutigen Betrachter der demütigende Aspekt dieser Art von Gemälde unausweichlich ist, scheint dies für die Herrscher, die sie einst malen ließen, nicht gegolten zu haben. Die Porträts sollten wahrscheinlich humorvoll sein und die Höflinge an die zahlreichen Momente erinnern, in denen sie zu lachen brachten. Gleichzeitig betonte sie die Macht und den Status der Herrschenden. Es würde aber auch Porträts angefertigt, um bewusst zu kränken. Zu der Zeit, als Titian an den Gemälde Karl V. in der Schlacht bei Mühlberg in Augsburg arbeitete, erhielt er vom Kaiser auch den Auftrag, den großen Verlierer der Schlacht, Johann Friedrich I. von Sachsen, zu malen. Obwohl die Schlacht schon mindestens 10 Monate zurück lag, stellte Titian den Kurfürsten so dar, wie er damals ausgesehen hätte, in der Rüstung, die er trug, und auch mit einer immer noch blutenden Wund auf dem linken Wange. Diese Art von Gemälde war jedoch eine Ausnahme. Der Ehrenkodex beim Adel bedeutete, dass man bei der Herabwürdigung eines Gegners nicht zu weit gehen durfte, ohne seine eigene Würde zu verlieren. Als Titian 2 Jahre später ein zweites Porträt von Johannes Friedrich einmalte, der zu diesem Zeitpunkt noch immer Gefangener der Kaisers war, unterschied es sich nichts von einem typischen Staatsporträt. In den Städten hatte man weniger Mühe, Menschen durch Porträts zu erniedrigen. Die Stadtverwaltungen verwendeten Porträts sogar als Strafe im Gerichtsverfahren. In Italien wurden bis zum 16. Jahrhundert geflohene Verräter und Schuldner auf die Fassaden wichtiger Gebäude gemalt, als wären sie mit dem linken Bein daran gefesselt. Daneben wurde ein Text gemalt, auf dem stand, was der flüchtige Verbrecher getan hat. Leider sind keine solche Wandmalereien, sogenannte Pittura Infamante,
erhalten geblieben, sondern nur einige vorbereitende Zeichnungen, wie diese von Andrea da Sarto. In Föhrne, in Westflandern, gab es die Tradition, für bestimmte Verbrechen eines Bronzekopfes des Verurteilten anfertigen zu lassen, der im Gerichtssaal aufgestellt wurde. Die Kosten für die Herstellung musste der Verurteilte selbst tragen. Das erlebte Peter de Beert in 1499, weil er gedroht hatte, die Vertreter des Gesetzes von Föhrne aus dem Fenster zu werfen. Neben dem Kopf musste er auch für eine Plakette bezahlen, auf der sein Name und sein Verbrechen vermerkt waren. Der Kopf weist ein Loch auf den Unter- und Oberlippe auf, wo ursprünglich ein Ring angebracht war. In einen anderen Kopf, der vermutlich von Jan Reingold besaat wurde, ist dieser Ring erhalten geblieben. Jan Reingold war 1558 zusammen mit anderen Bauern aus einem nahegelegenen Dorf mit Stöcken bewaffnet nach Föhrne gezogen, weil ihre Pferde von der französischen Armee gefangen genommen worden waren und sie die Ernte nicht einbringen konnten. Auf dem Dorfplatz von Föhrne hatte er den Magistrat gebeten, neue Pferde zu beschaffen. Wegen seiner Drohungen und Drohgebärde wurde er einen Tag später inhaftiert und dazu verurteilt, seinen Kopf und eine Plakette anfertigen zu lassen. Das muss eine kostspielige Angelegenheit gewesen sein, denn Bronze war teuer und die Kopf ist wirklich schwer. Die Symbolik des Rings wird kein Besucher des Gerichtssaals entgangen sein. Es war besser zu schweigen, als die Verwalter zu bedrohen oder zu beleidigen. Beide Köpfe sind eher stilisiert und scheinen nicht mit der Absicht angefertigt worden zu sein, ein wahrheitsgetreues Porträt zu erstellen. Die dazugehörigen Plaketten machen jedoch deutlich, dass sie tatsächlich als entwürdigende Darstellungen der Verurteilten gedacht waren. Kehren wir am Ende zu Bedeutungen und kehren wir hier zurück zu dem Foto, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Was sagt uns das Foto eines Mannes auf einem Pferd an einem Sommertag? Normalerweise sehen wir nichts weiteres als ein Urlaubsfoto. Aber wenn wir in dem Mann auf dem Pferd Wladimir Putin erkennen, bekommt das Bild eine andere Dimension. Was diese Dimension ist, ist eine Frage der Interpretation. Jede Interpretation eines Fotos, eines Gemäldes, eines Kupferstichs oder einer Skulptur wird von dem bestimmt, was wir über den abgebildeten Person und ihre Schöpfer wissen, von Traditionen, aber auch von unseren eigenen Kenntnissen und Interessen. Wie wir die letzte Stunde gesehen haben, spielen Bildkonventionen bei den Herrscherporträts eine wichtige Rolle. Aber die Bedeutung dieser Konventionen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Das Bild des russischen Präsidenten reiht sich nahtlos in die bis in die Antike zurückzeigende, reichende Tradition der reitenden Staatsoberhäupter ein. Aber die Rolle des Reittiers ist ein ganz andere. Pferde sind heute nur noch ein Hobby und schon lange nicht mehr das schnellste Transportmittel. Wenn wir Putin mit Geschwindigkeit assoziieren wollten, wäre es besser gewesen, dieses Foto zu zeichnen und nicht eines, auf dem er auf einem Pferd sitzt. Die Gefühle, die ein heutiger Betrachter bei dieser Art von Motorrad hat, lassen sich vielleicht besser mit den Gefühlen vergleichen, die ein Betrachter im 16. Jahrhundert bei einem feurigen Pferd hatte. Natürlich sind Pferde für die Kriegsführung nicht mehr unentbehrlich, wie es im 16. Jahrhundert der Fall war. Ein nackter Oberkörper macht im 16. Jahrhundert eine Anspielung auf klassische Götter und römische Geister gewesen sein, aber Putin hat sein trainierter Körper wohl vor allem deshalb zur Schau gestellt, um zu zeigen, dass er auch ein körperlich starker Mann ist und weil nichts derzeit ein positiveres Image hat als Sport. Das Bild steht also in einer langen Tradition, aber gleichzeitig haben sich seine Bedeutung und Assoziationen stark verändert.
Porträts zeitgenössischer Herrscher lassen sich in der Regel mit dem Wissen interpretieren, das wir über unsere eigene Zeit haben. Das ist bei den Porträts des 15. und 16. Jahrhunderts nicht der Fall. Bei den meisten Porträts wissen wir nur sehr wenig darüber, wie und warum sie entstanden sind. Da sie sich oft in bestimmte Traditionen einordnen lassen, können wir anhand der uns bekannten biografischen Daten etwas über die zugrunde liegenden Überlegungen der dargestellten Personen aussagen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass wir, wenn bestimmte Elemente eindeutig in eine bestimmte visuelle Tradition passen, weniger geneigt sind, nach persönlichen Motiven zu suchen, obwohl dies zweifellos oft im Hintergrund vorhanden waren. Was sich die zahllose Herrscher zum Beispiel dabei gedacht hatte, als sie sich in einer Rüstung verewigen ließen, ist für immer verloren gegangen. Aber zweifelsohne war es für jede dargestellte Person anders. Für den Condottiere Federico da Montefeltro, den italienischen Heerführer, der sich buchstäblich an die Macht kämpfte, muss seine Rüstung sehr viel bedeutet haben. Dank seines Talents als Heerführer gelang ihm der Aufstieg vom Bastard zum Herzog von Urbino. Es liegt auf der Hand, dass die Bedeutung, die er seiner Rüstung zuschrieb, eine ganz andere war, als die, die Philipp II. Die Rüstung gab, in der er von Mort zum Gedenken an die Schlacht von Saint-Quentin abgebildet wurde. Philipp II. War nur 3 Tage nach der Schlacht anwesend und die Rüstung muss für ihn vor allem einen symbolischen Wert gehabt haben. Die Art und Weise, wie die Herrscher dargestellt wurde, hing oft mit dem Ort zusammen, an dem ihr Bildnis aufgestellt oder aufgehängt werden sollte. Die meisten erhaltenen Porträts waren für einen begrenzten Kreis von Familienangehörigen und Höflingen bestimmt, die den Porträtierten persönlich kannte. Deshalb war es wichtig, dass das Porträt ähnlich war. Idealisieren war erlaubt und oft sogar erwünscht, aber letztlich blieb die Wiedererkennbarkeit wichtiger. Dies wurde durch die getreue Darstellung der körperlichen Merkmale erreicht, aber auch durch die Hinzufügung bestimmter Kleidungsstücke oder spezifischer Attributen, zum Beispiel Ritterorden, die ihn oder sie zusätzlich charakterisierten. Da die meisten Gemälde für einen relativ kleinen Kreis von Vertrauten bestimmt waren, war es nicht notwendig, die spezifischen Kleidungsstücke und Insignien, die zu einem bestimmten Rang oder einer bestimmten Funktion gehörten, in diese Porträts aufzunehmen. Anders verhielt es sich, wenn die Porträts für ein großes Publikum bestimmt waren. Aus diesem Grund wurde Philipp II. Und seine Gemahlin Maria Tudor im vollen Ornat mit Hermelinmantel und Königskrone im Fenster der Johanneskirche in Gouda abgebildet. Ganz anders als das relativ informelle Porträt, das Sovenispa Anguissola von Philipp II. Malte und das zweifellos für einen kleinen Personenkreis bestimmt war. Die Funktion eines Porträts lässt sich nicht von den Phänomenen trennen, dass das Bild mit scheinbarer Selbstverständlichkeit mit der porträtierten Person gleichgesetzt wird. Das wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, wie oft Porträts von Herrschern beschädigt worden sind. Das geschieht heute, wie wir alle in Syrien mit den Statuen von Assad gesehen haben, aber es geschah genauso gut im Jahre 1577, als Antwerpener die Statue des Herzogs von Alva abrissen. Auf dem Porträt von Erard Lamarck wurde einst seine Augen wie in einem scharfen Gegenstand ausgekratzt. Und auch persönlich hat fast jeder eine Erinnerung an einen Moment, in dem er ein Bild von jemandem, den er kennt, mit dieser Person auf eine Stufe gestellt hat. Unter den Zuhörern gibt es wahrscheinlich einige, die einmal ein Foto ihres Geliebten zerrissen haben. Die Identifikation des Porträts mit der abgebildeten Person spielt und spielte auch in weniger gewalttätigen Zeiten eine wichtige Rolle. Die Bürger von Lochau, heute Amt Annaburg, hatten die Angewohnheit, ihre Mütze abzunehmen und niederzuknien, wenn sie durch ein Fenster des Jagdschlosses das von Cranach geschaffene Gemälde ihres Kurfürsten Johannes des Standhaften sahen.
Der französische König François Ier nahm seinen Hut ab, als ihm eine Miniatur des englischen Königs Heinrich VIII. Gezeigt wurde. Auch Ludwig der 13. bemerkte als Junge von 3 Jahren, dass ein Porträt mehr ist als nur ein Bild. Der kleine Kronprinz musste sich jeden Tag, und Sie sehen ihn am linken, er ist ungefähr 2,5, das etwas jünger als 3, aber so muss er ausgesehen haben. Dieser kleine Kronprinz musste sich jeden Tag vor den Porträts seiner Eltern verbeugen. Eines Tages jedoch warf er seinen Hut auf das Bild seiner Mutter und sagte, dass es doch nur ein Porträt sei. Sein Hut wurde ihm abgenommen. Danke. Lieber Friso, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren und sehr umfangreichen Vortrag mit der Darstellung all dieser Herrscher in unterschiedlichen Posen, unterschiedlichen Kleidungen und so weiter. Ich darf vielleicht 3 Fragen an Sie weiterleiten. Wir haben jetzt Porträts der Neuzeit gesehen, was ziemlich selbstverständlich ist, weil im sogenannten Mittelalter, auch im späteren Mittelalter, sind realistische Porträts wieder nicht vorhanden oder erst sehr, sehr spät. Und da geht es doch sehr stark in der Neuzeit um das Individuum. Das heißt, wir haben eigentlich keine Herrscher gesehen oder es gibt offenbar wenig Herrscherporträts, wo die Insignien eine große Rolle spielen, geschweige denn tatsächlich zeitgenössische Krönungsdarstellungen. Es geht immer sehr stark um die Person, die dieses Amt ausfüllt, bei jedem eh klar war, dass der und der der König ist oder die Königin. Also das Individuelle scheint eine sehr große Rolle gespielt zu haben und geht. Und wie verhält es sich mit diesem, wie ist das Verhältnis zwischen dem Individuum und dem Amt, das ausgeführt wird im Porträt? Können Sie dazu etwas sagen? Ja, das ist eine wichtige Frage und auch eine schwierige Frage. Was, denke ich, immer betont wird, ist, dass es erkennbar sein muss. Was ich gesagt habe über Idealisierung, das kann, das soll man machen, aber niemals zu viel. So das Individuum ist sehr, sehr important. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht? Man soll ihm erkennen, dass das, wenn man das vergleicht mit heute, ist es aber, es geht nicht allein über, sag mal, das Gesicht oder die Körper, aber auch um seine Kleidung. Was ganz und gar geändert ist, ist, dass die Kleidung war, und das habe ich hoffentlich ein bisschen betont, war sehr individuell. Nicht? Das war die Kleidung, die es porträtiert, und das war einzigartige Kleidung. So, die Identifizierung war nicht nur wegen seiner Charakterisierung, seiner Physik, aber auch wegen seiner Kleidung und andere Sachen. Und das macht auch das Individuum. So, es ist nicht nur sein Gesicht oder sein Körperhaltung, aber auch all die anderen Sachen. Das macht das Individuum. So, das ist, es ist etwas anders als die heutige Zeit, jedenfalls. Ist das eine Antwort? Oder? Ja, vielen Dank. Eine, vielleicht noch eine zweite abschließende Frage. Wir haben Herrscherporträts gesehen in unterschiedlichen Posen. Zu Pferd, auf einem Sessel, auf einem Stuhl, wo man geradezu von einem Thron sprechen kann, mit oder ohne Rüstung, in Ausübung von Politik oder ruhend. Haben Sie bei Ihren Untersuchungen oder allgemein festgestellt, dass es vielleicht auch so eine Wertigkeit gibt? Ist ein Herrscherporträt zu Pferde, wie bei Herrn Putin, besser als ein nur sitzender Herrscher oder ein Herrscher in ganzer Figur? Und wenn Sie auch schon davon gesprochen haben, dass noch in der italienischen Renaissance das Profil ein Rückblick auf die Antike ist und damit sozusagen Würde transportiert wird, so könnte man über Marco Aurel und das Donatello-Standbild in Padua auf dem Herrscher zu Pferde natürlich eine besondere Bedeutung beimessen. Gibt es da eine Wertigkeit? Naja, was man sehen kann, ist, wie gesagt, all diese Posen werden übernommen durch Bürger. Und so ist das kann man sagen, weniger wert oder so etwas. Nicht? Es gehört nicht mehr zu dem Hochadel oder zu den Herrscher. So, vielleicht sucht man dann wieder etwas Neues. Und zum Beispiel das Herrscherporträt auf dem Pferde,
Natürlich gibt man Marc Aurelius und Verrocchio und so weiter, aber auf Gemälde ist das eigentlich nur im 17. Jahrhundert, ist das in Mode. So die Tizian ist einzigartig eigentlich. Und nur im 17. Jahrhundert wird das sehr, wird das eigentlich ein Mode. So vielleicht, um das mal, wie man, dass man sah, dass all die andere Posen übernommen wurde durch die Bürger. Naja, das Pferd, das haben wir noch, weil man muss wirklich reich sein. Und das ist natürlich auch ein großes Bild, sodass man dass man mehr für diese Reiterbilder im 17. und 18. Jahrhundert wählt, sagt etwas über, dass die andere eigentlich, das gehörte nicht mehr zum Adel oder zum Herrscher, das war für jeder. Und das Pferd bleibt, ich denke, bis zum 19. Jahrhundert eigentlich für die Herrscher. So, deswegen, es ändert sich ein bisschen. Und natürlich, es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten, nicht? Man kann sitzen, man kann stehen, aber auch nicht so viel mehr. So es sagt etwas, aber auch nicht so viel eigentlich. Aber es war für mich persönlich schon ein Augenöffner. Sie zeigen einerseits das berühmte Foto von Herrn Putin auf dem Pferd, das irgendwie jeder schon mal gesehen hat. Und dann, was mir unbekannt war, auf dem Motorrad. Und das drückt schon wirklich was ganz, ganz anderes aus. Also die Bildsprache, das ist ja das, was Sie thematisiert haben, ist ganz klar und damit kann viel ausgedrückt werden. Lieber Friso Lammertz, ich danke sehr für Ihren Besuch, Ihre Teilnahme, für Ihre Mühe und den großartigen Vortrag. Es gab großartige Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen, die sich sehr gefreut haben. Vielen Dank. Ich danke auch meinen Kolleginnen, die im Hintergrund uns technisch betreut haben, Tina Madel, Viktoria Kuhut, Elena Eibeck und Angelika Kronreif. Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch auf die kommende Woche aufmerksam machen. Einen Tag am Vorabend zum Heiligen Abend dürfen meine Kollegin Rotraud Krall und ich persönlich auch, dürfen wir Sie zu einem kleinen Rundgang zu Weihnachtsbildern in unserer Gemäldegalerie einladen. Und da wird es schon, dann weihnachtelt es ein bisschen. Lieber Friso Lammertz, nochmal einen großen Dank. Auch einen großen Dank an alle Menschen, die jetzt dabei waren oder es sich später auch zum Beispiel auf YouTube anschauen. Ich wünsche allen einen sehr, sehr schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Wiedersehen.